fertig mit Frühstück? Ja. Dann lass uns los. Bis später, Schatz. Okay. Fahr vorsichtig. Bye, Mom. Hast du dein Essen? Ja. Mrs. Peterson? Ja, kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist David, Mrs. Peterson. Ich kannte Ihren Sohn Caleb. Wir waren in der Grundausbildung und haben zusammen gedient und, wir sind gute Freunde geworden. Owen, möchten Sie vielleicht reinkommen? Danke, Ma'am. Kann ich Ihnen vielleicht irgendetwas anbieten? Ein Glas Wasser wäre sehr nett. Mhm. Wie sind Sie hierher gekommen? Bin gelaufen. Ich brauchte Bewegung. Von der Bushaltestelle meine ich, die in der Stadt. Sie sind gelaufen, den ganzen Weg? Ja, Ma'am. Hier bitte. Danke, Ma'am. Wann wurden Sie entlassen? Also am Mittwoch wurde ich ausgemustert und bin aus Fort Kenilworth direkt hergefahren. Sie sind hierher gekommen? Als erstes? Ja, ich wollte schon viel eher vorbeikommen. Aber die haben mir keinen Urlaub gegeben. Wieso? Ich wurde entlassen, weil ich verwundet wurde. Ich war im Militärhospital. Für eine Zeit. Ist nicht gerade einfach, da Urlaub zu bekommen. Aber keine Sorge, da steckt nur ein Schrapnellsplitter in meinem Rücken. Ich bin wieder auf dem Damm. Nein, ich meinte, wieso sind Sie zuerst hierher gekommen? Wie ich schon sagte, Ihr Sohn Caleb und ich waren da. Wir standen uns sehr nah. Ich war bei ihm, als er starb. Wirklich? Ja, Ma'am. Und er hat mir das Versprechen abgenommen, nach Ihnen allen zu sehen. Nach Ihnen und der Familie hier. Er wollte, dass ich Ihnen sage, dass er Sie geliebt hat. Um genau zu sein, wollte er, dass ich jedem Einzelnen von Ihnen sage, dass er sie geliebt hat und an sie alle gedacht hat bis zu seinem Ende. Ich sagte, das mache ich und hier bin ich jetzt. Entschuldigen Sie mich bitte, ja. Das bin ich. Der da. Ich werd verrückt. Ich erinnere mich an diesen Tag. Ich wollte sie nicht durcheinander bringen, Ma'am. Ich hätte sie wohl vorher anrufen sollen, aber ich habe noch kein Handy und ich habe das nicht richtig durchdacht. Ich mache mich jetzt auf den Weg, aber ich würde gern E-Mail-Adressen austauschen. Was? Nein! Anna, Calebs Schwester, sie arbeitet nachts und sie schläft lange, aber ich weiß, dass sie gerne kennenlernen würde. Könnten Sie noch ein bisschen bleiben? Sagen Sie das nur, um höflich zu sein, denn das wäre nicht nötig. Nein, das tue ich nicht. Bleiben Sie, ja? Es ist sehr schön, dass Sie hier sind und ich würde sehr gerne mehr über Sie und Caleb erfahren. Gut, in Ordnung.
eine Herausforderung knapp. Also sind wir, als er eingeschlafen war, mit einer Tube Sekundenkleber zu seiner Liege rübergekrochen. Oh nein! Wir haben aber nichts allzu Schlimmes mit ihm angestellt. Obwohl wir es gekonnt hätten. Hey, da bist du ja. Anna, das ist David. Sehr schön, dich kennenzulernen. Caleb hat mir viel von dir erzählt. David wurde diese Woche aus dem Dienst entlassen. Er war mit deinem Bruder befreundet. Du kanntest Caleb? Ja, Ma'am. Ja, Ma'am? Okay. Wo, übernachtest du? Tja, mir ist da ein Motel am Highway auf dem Weg hierher aufgefallen. Nein, 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 nein. Sie werden bei uns bleiben, solange Sie hier sind. Nein, ich will ihn nicht zur Last fallen. Das ist Unsinn. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben viel Platz. Genau, Sie können in Calebs altem Zimmer schlafen. Wir bestehen darauf. Nun, ich werde mich nicht wehren. Nur für heute Nacht. Also, ich muss dann los ins Diner. War toll, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Sehr schön, dich kennenzulernen. Dann wohl bis später. Oh, bye. Soll ich Ihnen das Zimmer zeigen? Gerne. Im Bad sind saubere Handtücher, falls Sie sich etwas frisch machen möchten. Mrs. Peterson, ist es wirklich in Ordnung, wenn ich sein Zimmer nutze? Natürlich. Ich meine, es wird sowieso nicht benutzt. Ich glaube, es ist gut für uns. Ich werde gehen, damit Sie sich einrichten können. Wenn Sie irgendwas brauchen, schreien Sie. Schon okay, kleines Baby, nicht weinen. Oh, fick dich. Hallo. Wie war dein Tag? War gut. Sie kannten also meinen Bruder? Ja, genau. Ziemlich gut, ja. Er wollte, dass ich dir sage, dass er dich geliebt hat. Oh, danke. Auch wenn er sagt, dass er ein Freund von Caleb war. Er ist auf dem Foto von Calebs Truppe, seiner Einheit. Du hast das Foto doch selbst gesehen. Was? Er ist was, kein wenn Fremder. Er diese PTBS hat, oder wie das heißt? Manche dieser Jungs kommen mit psychischen Problemen zurück, Laura. Hast du das in Betracht gezogen? Und wenn Caleb nicht mehr derselbe gewesen wäre? Hast du das mal in Betracht gezogen? Wow, das ist... Deine Eltern streiten sich meinetwegen. Ja, sie streiten sich häufig. Oh. Du siehst aus, als ob du geschlagen wurdest oder sowas. Ja, ich habe einen Football abgekriegt. Im Sportunterricht. Ja, das kann passieren. Ja. Nein, du hast recht. Du hast recht, reden wir mit ihm. Hi, toll, okay. David. Wir freuen uns unheimlich, dass Sie bei uns sind. Ich genehmige mir ein Bierchen vor dem Essen. Möchten Sie auch eins? Oh nein, danke schön. Nein? Okay, wie Sie möchten. Das Essen ist ungefähr in einer Stunde fertig. Solange könntest du Hausaufgaben machen, Luke. Okay. David, möchten Sie wirklich nichts? Oh nein, danke, Mrs. Peterson. Alles in Ordnung.
Hier, nimm das. Oh, nicht so toll. Das war's hart. Jetzt? Nein, ich möchte nicht, aber danke. Der Freund deines Bruders, bleibt er lange? Tja, ich hoffe nicht. Wieso? Du hast gesagt, du magst ihn. Ich sagte, er wirkt nett. Das ist nicht dasselbe. Oh, okay. Wieso magst du ihn nicht? Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag. Es ist nur ich. Du kanntest Caleb ein bisschen. Wir haben alle... Tja, Mom und Dad haben versucht, darüber hinwegzukommen. Es gibt schon genug in dieser Stadt, was sie ständig an ihn erinnert. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das ziemlich normal, wenn dein Kind stirbt. Das ist schlimm. Ja. Wir brauchen nur nicht noch eine herumlaufende, atmende Erinnerung an ihn, verstehst du? Ja, total. Ich muss los. Hey, warte mal. Warte. Hör auf, ich kann nicht. Was? Nein, lass uns noch ein bisschen abhängen. Nur ein kleines bisschen. Kann ich. Ich muss los. Du musst doch nicht gehen. Ach, muss ich. Morgen bei Kristen finden wir sicher Zeit füreinander, okay? Hör auf, ich muss los. Der Sinus ist der Winkel der Ankerleine des Schiffes. Die Leine bildet die Hypotenuse und wir müssen also die Distanz bis zum Meeresgrund herausfinden. Die Kathete gegenüber. Verstanden? Nicht wirklich. Du bist ziemlich schlau, hä? Ich schätze, ja. Hey, wie war die Arbeit? Gut, nicht viel los. David, sicher kein Bier? Wissen Sie was? Ich nehme eins, danke. Ich nehme auch eins. Ja, ganz bestimmt. Ich werde 21 in dem Monat. Dann kannst du so viel Bier trinken, wie du willst, aber du kaufst es dir selbst. Hilfst du ihm bei den Hausaufgaben? Naja, nicht wirklich. Hey, geh nicht. Bring dich doch mal ein bisschen ein hier. Ach, ich bin müde. Ich werde mich hinlegen. Okay, wie du möchtest. Aber Alan, sein Name ist Alan, ist noch nicht lange da, seit ungefähr 4 Jahren, aber er hat einen Abschluss. Und bumm, auf einmal ist er Regionalleiter. Und ich bin's nicht. Und das ist okay, ich meine, es ist okay. Aber ich kenne Laura, ich weiß. Sie macht sich Sorgen, sie fragt sich, ob ich jemals richtig Geld verdienen werde. Ihre Frau scheint Sie zu respektieren, Sir. Oh ja, ja. So ist das alles, verstehst du? Aber was ist mit dir? Was tust du? Was hast du vor? Was hast du für Pläne? Ich dachte, ich setze mich morgen in einen Bus. Fahr runter nach Florida oder sowas. Ich habe früher auf dem Bau gearbeitet. Ich bin sicher, dass ich etwas finden werde. Nein, 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 nein. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Du weißt doch gar nicht, wo du hin sollst. Bleib noch ein paar Tage hier. Nein, nein, das geht nicht. Ich kann Ihre Gastfreundschaft nicht länger ausnutzen, Sir. Du nutzt doch nicht unsere... Und Sir, jetzt nennst du mich schon Sir? Lass das bitte mit dem Sir. Mein Name ist Spencer, also sag bitte Spencer zu mir. Das ist doch lächerlich. Okay, okay? In Ordnung. Okay. Also, du bleibst noch eine Weile, ja? Du bleibst hier, wenigstens bis du weißt, wo es hingehen soll. Naja, vielleicht noch ein paar Tage, in Ordnung. Cool. Exzellent. Abgemacht. Stoßen wir mit noch ein paar von denen darauf an. Und dann muss ich ab ins Bett. Ach Gott, du kannst ganz schön was vertragen. Ich schätze schon. Bist du gar nicht müde? Nein, ich brauche nicht viel Schlaf. Was tun Sie denn hier? Ich habe deiner Mom gesagt, dass ich dich von der Schule abhole. Cool. Ja. Hast du eigentlich gar keine Freunde? Ich habe viele Freunde.
Nur nicht hier, sondern online. Worauf warten Sie noch? Ich will, dass du mir zeigst, wer dich gestern geschlagen hat. Ich habe einen Football abgekriegt. Sicher. Was haben Sie vor? Nichts Schlimmes. Die da drüben. Die alle? Die meisten von denen machen mir das Leben schwer. Die zwei da, Mike und Ian, sind die Schlimmsten. Das sind richtige Arschlöcher. Können wir jetzt fahren? Ja. Was soll das? Gehen die jetzt in eine Bar? Ja, da kriegt man was, wenn man zum Footballteam gehört. Also, ich könnte jetzt was trinken. Wie sieht's mit dir aus? Nein. Kommst du mit? Nein. Gut. Ich bin drin, falls du deine Meinung änderst. Entschuldigung. Ich müsste seinen Ausweis sehen. Haben die ihren auch gezeigt? Was darf sein? Haben Sie einen Fireball drauf? Zimtschnaps mit Tabasco. Das hört sich sehr gut an. Davon würde ich einen nehmen. Und eine Coke für meinen Bruder. Täusche ich mich oder trinken die netten Ladies da hinten billiges Bier? Was für eine Schande, wie furchtbar. Ich gebe jeder von ihnen einen Blowjob-Shot aus. Ist das Ihr Ernst? Ist es. Richtig. Möchten Sie den Jungs auch was ausgeben? Sehe ich aus, als ob ich den Jungs auch was ausgeben möchte? Das wäre die höfliche Variante. Klar, okay, schön. Ich spende jedem der Typen einen Cosmopolitan. Mister, ich habe keine Ahnung, was Sie vorhaben, aber ich hatte an Bier gedacht. Nein. Blowjob-Shots für die Ladies und Cosmopolitans für jeden der Jungs. Das Wechselgeld können Sie behalten. Wie Sie wünschen. Sind Sie irgendwie reich oder so? Cash zu kriegen ist leicht. Schatz und Kosmos kommen gleich. Dankeschön. Willst du probieren? Sicher. Gott! Oh, wie scharfe Peperoni. Das trinken Sie? Yep. Sie das? Man gewöhnt sich daran. Vom Tisch dahin. Von dem Arschloch?
Der Schwuchtel. Ah, die sind sauer. Yep. Danke für den Drink. Gern geschehen. Ich will ihn gar nicht. Ich schenke ihn dir. Cool. Geil. Ich sag doch, Schwuchtel. Vielleicht möchtest du ja lieber diesen. Oh Gott, meine Augen! Oh, steh auf. Cool. Ihr verschwindet jetzt. Ruf die Polizei und sag ihnen die Wahrheit. Eine Gang Highschool-Kids kam hier rein und hat Drinks bei ihnen bestellt. Sie wollten ihre Ausweise sehen und die haben direkt Ärger gemacht. Es gab einen Kampf. Die anderen konnten sie leider nicht erkennen. Nicht, dass sie hier Probleme bekommen wegen Ausschenkens von Alkohol an Minderjährige. Ich meine... So, was kommt davon? Scheiße, scheiße. Hier. Für die Schäden, Mister. Was ist passiert? Nur ein kleiner Kampf mit ein paar Jungs aus der Schule. Geht's dir gut? Ja, alles klar. Ein paar aus der Oberstufe haben mich geärgert. Kein Ding. Warum haben sie dich geärgert? Keine Ahnung. Ich gehe in mein Zimmer, okay? Geht es ihm gut? Ja, Ma'am. Ihm geht's gut. Hat er sich Ärger mit der Schule eingehandelt? Niemand hat was gesehen. Ist nur das übliche Highschool-Gerangel. Naja. Ich habe ihm angeboten, ihm demnächst mal ein bisschen Selbstverteidigung zu zeigen. Das ist genau das, was er noch gebraucht hat. Also, ich bin extrem erleichtert, dass Sie da waren. Ja. Ich mache mich für Kristens Party fertig. Anna, komm bitte kurz in die Küche. Klar doch. Entschuldigen Sie uns. Was? Lad ihn auf die Party ein. Warum? Weil er allein hier ist, Liebes. Caleb würde das toll finden. Dein Ernst? Jetzt kommst du mir so? Ja. David, möchtest du mit mir heute Abend auf die Party gehen? Gern, das klingt sehr nett. Toll, so gegen 7 geht's los. In Ordnung. Luke, ich muss ins Badezimmer. Luke, los, ich... Tut mir leid. Sorry, ich dachte, Luke ist da drin. Ich denke, ich... Zieh mir wohl besser was an. Ja, das solltest du tun. Übrigens. Nur zu deiner Info, das hier ist nicht nur Kristens Bude. Mein Freund Sieg wohnt auch hier. Du hast einen Freund, das wusste ich nicht. Tja, und das gleiche gilt für meine Eltern. Und ich hätte gerne, dass es so bleibt, wenn das okay ist für dich. Keine Angst, ich sage nichts. Geht mich auch nichts an. Hi! Hi! Hey, wer ist das? Das ist David, ein Freund von meinem Bruder, habe ich dir doch erzählt. Alles gut? Ach, bestens, danke. Sieg ist so eine Kraftarme. Er will die Fenster nicht alleine tragen.
Ich kann Ihnen helfen. Wo sind Sie? Da, in Südsven. Müsste offen sein. Hast du Feuer? Nein. Okay. Nein, wirklich nicht. Das ist Anna? Nein, heute kann ich nicht, leider. Was? Ehrlich? Wegen dem Hausgast? Ja, ist aber nicht. Wo sollen die hin? Du kannst dich hinstellen. Willkommen auf der Party. Crack mich. Leg dich ab, er ist schon groß. Richtig. Hast du mich alle gesehen? Geht's dir gut? Ja, alles gut. Wollen wir? Ja. Tut mir leid wegen des Bildes. Ist nicht schlimm, keine Sorge. Willst du dir den Rest des Hauses ansehen? Du hättest deine eigene Party verlassen, weil du was Geileres gefunden hast. Willst du? Nein, gerade nicht. Hör zu. Ich wollte nur sagen, dass wir euch Jungs unterstützen können. Wenn du irgendwas brauchst, lass es mich wissen. Inwiefern unterstützen? Du weißt schon, wir unterstützen euch. Ganz Amerika, stimmt's? Würdest du dich auch freiwillig melden zur Unterstützung? Scheiße, Mann, die wollen mich gar nicht. Nein, ich kann nicht. Weißt du, ich hab echt schlimmes Asthma. Das erschwert es wirklich. Erschwert was? Hey, Mann. Ich wollte nur... Was? Ich verarsch dich nur. Fick dich! Du findest das witzig, Kirsten, ja? Ich bin gleich zurück.
geiler Arsch, hä? Kannst du eine Knarre besorgen, Craig? Eine Knarre? Klar, kann ich dir besorgen. Wozu brauchst du eine Waffe? Ich bin Soldat, Mann, ich stehe auf Waffen. Ja, ich kenne einen. Bist du Cash? Klar doch. Gut, gib mir deine Nummer. Ich benutze gerade ein Prepaid-Handy. Die Nummer steht auf der Rückseite. Soldaten stehen auf Waffen. Wieso? Ich hab dir nie Grund gegeben, mir zu missbrauchen. Ende der Diskussion. Ach komm. Können wir gehen? Sicher. Ich werde fahren, Anna. Nein, mir geht's gut. Ich fahre. Du bist stoned. Und wieso solltest du nüchterner sein als ich? Ich bin größer als du. Schnall dich bitte an, ja. Möchtest du darüber reden? Nein. Es ist nichts. Ich meine, wir haben uns nur gestritten. Eine alte Geschichte. Ich fand's immer super, dass er in der Band ist. Aber jetzt spare ich Geld fürs College und er kommt einfach nicht weiter. Ich meine, er hat noch nicht mal einen Job. Naja, er ist Drogendealer. Okay, er ist kein Drogendealer. Ja, gelegentlich verkauft er Drogen, aber nur an Freunde für extra Kohle. Also wenn er sich mit dir versaut, ist er ein Idiot und du musst dir keine Gedanken mehr machen. Ich meine es ernst. Mann, wenn ich ein Mädchen wie dich gehabt hätte, wäre ich nicht in den Mittleren Osten, um mich erschießen zu lassen. Danke. Ich mag diese Musik. Ehrlich? Ja. Das ist nur, den Mix habe ich selbst gemacht. Ich kann dir auch einen machen, wenn du willst. Ja. Mit diesem Song, ja. Ja, das kann ich machen. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Danke fürs Mitnehmen. Kein Problem. Gute Nacht. Still alive.
Verstand darf nicht erkennen, das ist wichtig. Was für Zahnarztunterlagen? Ein Kieferorthopäden? Nein, brauche ich nicht. Finger? Ja, die schon. So schnell wie möglich. Im Moment bin ich unterm Radar, aber es gibt Leute, die nach mir suchen. Ja, ich weiß, dass das dauern wird, aber es ist eilig. Hören Sie, ich brauche dringend ein neues Gesicht. Ich behalte diese Nummer, weil Sie dringend erreichen müssen. Gut, verstanden. Ja, sein Name ist David Anderson Collins. Ich kann ihn die Einheit nennen, in der er gedient hat, falls das hilft. Nein, ist alles in bester Ordnung. Er war mit meinem Bruder befreundet und wir haben gehört, dass er zurück ist. Irgendwelche Kontaktdaten wären toll. Okay, Ma'am. Ich rufe Sie an, sobald wir Informationen haben. Auf Wiederhören. Verschlussakte. Umgehend KPG-Gesellschaft kontaktieren. Sagen Sie Fort Kenilworth, David Collins ist tot. Das ist die offizielle Version. Wir übernehmen ab hier. Ich treffe mich noch mit dem restlichen Vorstand, um die Zukunft unserer Zusammenarbeit mit dem Militär zu besprechen. Angesichts der Auflösung von Projekt Golias. Richard hat weitere Informationen diesbezüglich. Richard? Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, das würden Sie auch gar nicht wollen. Jedenfalls steht fest. Ich unterbreche ungern. Es ist was passiert. Verzeihung, aber Sie müssen mich bitte entschuldigen. Wann hat Fort Kenilworth diesen Anruf erhalten? Vor circa einer Stunde, Sir. Kennen wir den Anrufer? Unbestätigt, aber als Namen gab sie Anna Peterson an. Peterson? Wie Caleb Peterson? Die Schwester. Hier ist die Adresse. Buchen Sie mir den nächsten Flug. Sie können noch was chartern, wenn nötig. Und ich brauche ein paar Schützen. Falls jemand wissen will, was los ist, Major, was soll ich erzählen? Erfinden Sie etwas. Kein Außenstehender darf erfahren, dass eine unserer Testpersonen noch aktiv ist. Sollte die KPG Wind davon bekommen, werden Sie und ich beide an deren langem Arm verhungern, verstanden? Melden Sie sich, wenn der Flug gebucht ist. Zu spät, oder? Nein. Nein, Sie sind genau pünktlich. Gut. Hören Sie, bevor wir anfangen, möchte ich sicher gehen, dass Sie auch Bares bei sich haben. Nichts für ungut. Das sollte wohl reichen. Das denke ich auch. Fangen wir an. Beginnen wir mit der hier. Eine Standard-Beretta. Sie kennen sich bestimmt damit aus. Wenn Sie mich fragen, kennt man eine davon, kennt man alle. Aber dieses Baby, das hier, ist eine 9mm Witness, Elite. Ist eine ähnliche Waffe wie die Beretta, aber ich stehe auf ihren Rückstoß. Ich meine, er ist fast überhaupt nicht vorhanden. Army? Ja, Sir. Ich war damals bei der Navy. Ja, sehr gut. Sie wollen also die Elite? Nein, ich nehme alle. Alle Handfeuerwaffen, oder? Nein, alles. Alle Waffen, die Sie haben. Shit. Das habe ich auch gedacht. Klar, Mann, ja, wenn Sie genug Geld für alle dabei haben. Ich mache Ihnen einen Paketpreis, wenn Sie mir alle abkaufen. Nein, ich werde Sie töten. Hey, was soll der Scheiß, David? Das werden wir sehen. Vorher kill ich dich. Warte! Nein, 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 nein! We'll be right back.
Danke für den Rückruf. Was? Hey, Mom. Kann ich kurz mit dir sprechen? Klar, Liebes. Was ist los? Ich habe die Army-Basis angerufen, von der David, wie er sagte, entlassen wurde. Wollte mich über ihn erkundigen. Was? Warum wolltest du das? Spencer? Ich brauche einen Drink. Was ist denn passiert? Ich mache mir einen Drink, Liebling. Sie haben Alan gefunden. Du weißt schon, mein Boss Alan. Er ist ein paar Tage nicht bei der Arbeit gewesen. Alle haben sich ziemliche Sorgen gemacht. Deshalb ist einer seiner Freunde bei ihm eingebrochen und sie haben ihn und seine Freundin tot aufgefunden. Sie haben beide irgendwelche Tabletten genommen. Es sah also aus, als hätten sie gemeinsam Selbstmord begangen oder sowas. Oh mein Gott. Aber das macht gar keinen Sinn. Er war... Mann, der Typ war total normal. Aber die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Es sieht nicht nach Einbruch aus. Kein gewaltsamer Zugang. Sie, das Mädchen, hatte Blutergüsse am Körper. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wie auch immer, wir überlassen es der Polizei herauszufinden, was genau passiert ist. Ich weiß auch nicht. Das Dumme ist, dadurch bin ich Regionalleiter geworden. Direkt. Als die Firma davon erfahren hatte, bekam ich den Anruf. Ich soll gleich morgen anfangen. Und sie bieten mir Alans Gehalt an. Also. Naja, das ist... Ja, sei vorsichtig mit deinen Wünschen. David. Ich wollte nicht stören, Entschuldigung. Nein, tust du nicht. Tust du gar nicht. Schon okay. Ich genehmige mir einen Drink. Hast du Lust, dich mir anzuschließen? Ja, klar. Ich bin gleich zurück. Hallo? Hey, Anna. Es geht um Craig, Baby. Sie haben ihn im Steinbruch gefunden. Er ist tot. Er ist erschossen worden. Was? Weiß man, wer es war? Ich kenne noch keine Details, nein. Treffen wir uns nachher? Ja, natürlich. Es gibt noch was, worüber ich mit dir reden muss. Was denn? Oh, Scheiße. Mist, Baby. Ich muss los. Ich ruf dich dann später an. Hallo? Sieg hat's mir gerade erzählt. Wie geht's dir? Ich versteh's nicht. Wer würde Craig was antun? Ja, ich weiß. Kannst du dich kurz mit mir hinsetzen? Ja. Also, wie geht das nochmal? Zuerst macht man oben ein Loch rein. Dann kann man reinfassen und die Eingeweide rausholen. Oh Mann. Die Messer deiner Eltern sind scheiße. Ja. Schon viel besser. Trägst du das etwa die ganze Zeit mit dir herum? Was, das hier? Klar. Wieso? Keine Ahnung. Nur für den Fall. Ich habe den Army-Stützpunkt angerufen, von dem David angeblich kommt. Die haben gesagt, dass David Collins vor einer Woche gestorben ist. Er war in einem Militärhospital in Arizona. Es brach Feuer aus wegen irgendwelcher Sauerstofftanks. Ungefähr 20 Menschen starben und David Collins war eins der Opfer. Hat David irgendeinen Ausweis? Kreditkarten? Ich habe nie sowas bei ihm gesehen. Was ist mit seinem Handy? Er hat ein Prepaid, richtig? Überprüf doch ein paar Nummern, die er angerufen hat. Dein Bruder ist doch ein Computerfreak. Lass ihn die Nummern prüfen. Ja, gute Idee. Hey, Kristen. Ich glaube, das Pärchen sitzt da schon eine ganze Weile. Ich weiß, danke. Ruf mich bitte nachher an. Pass auf dich auf. Du auch. Möchtest du einen Ratschlag, Luke? Klar. Lass niemanden auf dir rumhacken, hörst du? Du wirst es sonst dein Leben lang mit dir herumschleppen. Diese Jungs in der Schule, sind die größer als du? Ja. Nimm doch ein Messer mit zur Schule. Falls sie es dir abnehmen und dich verprügeln, zündest du einfach nachts ihre Häuser an mit ihren schlafenden Familien drin. Was können sie dir schon antun? Ja, okay. Hier.
Behalt es. Du schenkst mir das? Ja, Mann, es gehört dir. Ich habe noch mehr. Danke. Hey. Sind Mom und Dad hier? Nein, sie sind einkaufen. Meine Mutter will Kürbiskuchen backen. Cool. Hey, ich bin's. Hey. Was? Sie haben die Waffe, mit der Craig getötet wurde, in seinem Van gefunden? Ja, sie war abgewischt. Sie haben wohl einen anonymen Hinweis bekommen. Aber du bist unschuldig. Ja, ich weiß, aber dann haben sie mein Zimmer durchsucht und ein paar andere Sachen gefunden. Weißt du, sieht so aus, als würde ich für eine Weile hier drin bleiben. Ich liebe dich, hörst du? Ja, nein, ich leg jetzt auf. Okay. Okay, bye. Alles in Ordnung? Mein Freund Craig wurde umgebracht. Oh mein Gott, es tut mir leid. Wie denn? Was ist passiert? Er wurde erschossen, keine Ahnung. Und Sie haben Sieg deswegen verhaftet. Sieg? Tut mir leid, Schätzchen. Aber wenn Sie deinen Ex-Freund verhaftet haben, dann wahrscheinlich aus einem sehr guten Grund. Wir wissen alle, dass Sieg nicht gerade eine Stütze unserer Gesellschaft war. Er ist nicht mein Ex-Freund, Dad. Er ist mein Freund, verstanden? Wir waren nie getrennt. Ich bin 20 Jahre alt und das geht dich überhaupt nicht. Solange du in diesem Haus lebst, kannst du... Oh, du weißt doch nichts, gar nichts über ihn, nichts! Ich weiß, dass er ein scheißbekiffter Junkie ist, der schon mit meiner Tochter ausgegangen ist, als sie 17 Jahre alt war. Das weiß ich. In Ordnung. Und was ist mit ihm? Jedermanns bester Freund? Ich habe den Militärstützpunkt angerufen, von dem er angeblich kommt, und sie sagten mir, er sei tot. Das ist die offizielle Version des Militärs. Richtig. Er soll seinen Ausweis zeigen. Er ist nicht David Collins, okay? Wir wissen nicht, wer er ist. Ich gehörte einer Spezialeinheit an, als ich verwundet wurde. Deshalb haben sie sich eine Geschichte ausgedacht, falls irgendwelche Zivilisten nach mir fragen. Das ist eine gute Sache. Aber meine Hundemarken habe ich zurückbekommen. Hier sind sie. Ich trage sie nicht gerne, weil, naja, keine Ahnung, aber, ich habe sie trotzdem gern bei mir, tja. Was einen Ausweis angeht, ich habe keinen aktuellen Führerschein, aber ich habe meine Dokumente in meiner Tasche, soll ich... Nein, das ist wirklich nicht nötig. Anna Peterson, du schuldest ihm eine Entschuldigung, und zwar sofort, denke ich. Pass auf, was du sagst, mein Fräulein. Es tut mir sehr leid wegen deines Freundes Craig, es ist furchtbar, was da passiert ist. Und was deinen Sieg Hastings und seine Truppe angeht, weiß ich aus guter Quelle, dass sie nur ein Haufen beschissener Grasdealer sind. Willst du wissen, warum Sieg wegen Mordes verhaftet wurde? Weil er sehr wahrscheinlich getan hat, deswegen. Fick dich. Hey, komm schon, Anna. Tut mir leid, Liebes. David, tut mir furchtbar leid. Nein, schon okay, sie ist da.
aufgewühlt. Ich, tja, wahrscheinlich hätte ich die Sache mit der Spezialeinheit erzählen sollen. Es ist nur, wissen Sie, wir sollen eben eigentlich nicht darüber sprechen. Nein, das verstehe ich. Ich könnte einen Drink vertragen. Wie sieht's aus, David? Ja, bitte. Was? Hey. Ich wollte nur sagen, dass... Ich wollte nur sagen, wie sehr es mir leid tut wegen Craig. Er wirkte wie ein echt cooler Typ. Und dass Sieg schon wieder verhaftet wurde, das tut mir auch sehr leid. Du kannst mich gerade nicht gebrauchen bei dem ganzen Stress hier. Ich bin keine Hilfe, was eine echte Schande ist. Weil ich Caleb versprochen habe, dass ich alles tun würde, um deiner Familie zu helfen. Damit du es weißt, ich ziehe weiter in ein paar Tagen. Also musst du mich nicht mehr viel länger ertragen, okay? Okay. Okay. Gut. Warte, ist das... Ist das die CD für mich? Ja. Fertig? Ja. Hey, danke, ich... Freue mich schon, Sie zu hören. Ich möchte jeden Mitarbeiter in einem 100-Meilen-Radius, ganz egal, wo die herkommen. KPG, Ex-Militär, was auch immer. Wenn ich lande, muss das Team mobilisiert sein. Die Missionsspezifikationen teile ich Ihnen persönlich mit. Keine undichten Stellen. Viel Glück. Hast du ein Foto von Davids Handy gemacht? Ja, ich habe mich bei so einer Rückwärtssuche registriert und nach der Nummer gesucht. Das ist eine nicht eingetragene Festnetznummer eines Arztes in Miami. Ein gewisser Peter Boddington. Nur, dass er gar kein Arzt mehr ist. Vor 2 Jahren hat er seine Lizenz verloren, nachdem er betrunken ein Gesichtslifting durchgeführt hat. Also, David kennt diesen Typen? Vielleicht ist er sein Onkel, wer weiß. Das versuche ich herauszufinden. Ich muss mit der Polizei reden. Die Bullen haben diese Drogen in Siegs Zimmer gefunden. Deshalb denken sie, sie haben den richtigen. Und was soll ich für dich tun? Du sollst jede Information über diesen Typen besorgen. Denkst du wirklich, dass David Craig und den anderen getötet hat? Ja, das tue ich. Okay, ich werde sehen, ob ich was finde. Danke, Luke. Entschuldige mich. Ich zeig dir nachher ein paar Zaubertricks, okay? Ich muss... Okay. Peter Boddington. Schöner Chirurg wird verurteilt. 2 Millionen $ Strafe zu zahlen. Hey, Schwuchtel! Was meinst du den? Hey, es gibt's Interessantes. Oh, du suchst nach einem Arzt für deine Geschlechtsumwandlung, Kleiner. Oh. Traut nicht was. Du kleiner, beschissener Arsch! So geht das, Pisser! Oh, Scheiße, tut das weh!
Alles in Ordnung? Bestens. Mrs. Peterson. Ja, richtig. Mr. Elston wird Sie jetzt empfangen. Bitte treten Sie ein. Okay. Sekunde. Was war los? Dieser Junge hat Schwuchtel zu mir gesagt. Dann habe ich seine Fresse mit einem Tafellineal poliert. Okay. Sehr gut. Ich komme mit Ihnen rein. Okay. Geht es hier lang? Ja. Aufgrund unserer Richtlinien gegen Gewalt fürchte ich, dass wir keine andere Wahl haben, als Ihren Sohn der Schule zu verweisen. Das hängt noch von der Entscheidung unseres Ausschusses ab, ist aber ziemlich sicher. Aber... Tut mir leid. Wie hat der Junge ihn denn genannt? Bitte? Sie wissen schon, der Junge, der den Luke vermöbelt hat. Wie hat der Luke davor genannt? Das ist für unsere Unterhaltung nicht von Relevanz. Hat er ihn Schwuchtel genannt? Ich glaube, das ist das Wort, das gefallen ist. Ja, aber das ist keine Entschuldigung. Also wird es zum Hate Crime. Was? Ein Verbrechen aus Hass. Und ich würde gerne wissen, wie viele andere unter Ihrer Aufsicht gegen Mrs. Petersons Sohn verübt wurden. Ein schwuler Schüler, der das Ziel physischer Gewalt ist, verteidigt sich endlich mal selbst. Und was tun Sie, Mr. Elston? Suspendieren ihn? Wir könnten das in Erwägung ziehen. Nein, könnten Sie nicht. Ich würde ja gerne erleben, was die Schulbehörde mit Ihnen macht, wenn das ganze Land davon erfährt. Ganz zu schweigen von unseren Anwälten. Möchten Sie sie verklagen? Ich weiß nicht. Wir verklagen Sie und den Schulausschuss. Ich wusste nicht mal, dass er schwul ist. Wie wär's, wenn er einfach nachsitzt? Für wie lange? Einen Monat. Das hört sich fair an. Beim Nachsitzen kann er zum Beispiel dem Abschlusskomitee dabei helfen, den diesjährigen Halloween-Tanz vorzubereiten. Das ist in Ordnung. Aber ich möchte nicht, dass mir jemals wieder zu Ohren kommt, dass dieser junge Mann belästigt wird. Sind wir uns darüber einig? Ich glaube, das sind wir, Mr. Wer sind Sie? Ich bin ein Freund der Familie. Einmonatiges Nachsitzen. Das war's? Ja. Bis nachher. Oh, David? Können wir kurz reden? Ich gehe kurz mit Luke auf den Flur, wenn das okay ist. Oh, selbstverständlich. Daher glaubt sie, dass du Craig ermordet hast. Das will sie der Polizei beweisen, damit sie ihren Freund gehen lassen. Anna hat dir das erzählt? Ja. Was denkst du denn? Ist mir egal, aber deshalb sollte ich ihn checken, diesen Schönheitschirurgen in Florida. Was da für eine Verbindung besteht. Ich meine, wozu sollte ich einen Schönheitschirurgen brauchen? Um dich zu verändern. Zum Beispiel deine Gesichtsknochen. Und vielleicht deine Finger vernarben, wegen der Abdrücke. Ich meine, das dachte ich jedenfalls. Ich weiß, dass du nicht David Collins bist. Das habe ich recherchiert, nachdem Anna das gesagt hatte. Vielleicht willst du nicht, dass Leute wissen, wer du bist. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Ärzte, die sowas durchführen. Ich schätze, dagegen gibt es Gesetze. Aber dieser Arzt, der braucht wohl das Geld. Deswegen würde er es tun. Das ist eine sehr interessante Theorie. Ich werde das niemandem erzählen, David. Und Anna werden alle für verrückt halten. Sie hat nichts gegen dich in der Hand. Du hast Dads Boss auch getötet, stimmt's? Oh, ich scheiß drauf. Ich werde nichts erzählen. Wieso nicht? Weil wir Freunde sind. Richtig? Ja. Klar sind wir das. Okay. Das wollte ich nur wissen. Hat Anna noch jemandem davon erzählt? Keine Ahnung. Ihrer Freundin Kristen vielleicht? Okay. Danke dir. Wissen Sie, David, ich wollte Ihnen danken. Ich weiß echt nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte. Und damit meine ich nicht nur das von heute. Ich meine alles.
Ich bin Ihnen sehr dankbar. Mrs. Peterson, das ist in Ordnung, vollkommen. Ich hol mal den Rest. Danke, David. Entschuldigung, Ma'am. Sind Sie Anna Peterson? Nein. Nein, sie arbeitet im Diner. Ich bin ihre Mutter. Was ist? Hat sie was ausgefressen? Nein, alles gut, Ma'am. Aber ihre Tochter hat vor ein paar Tagen in Fort Kenilworth angerufen und nach einem Mann namens David Collins gefragt. Ja, in der Tat. Das hat sie, Sir. Sie haben nicht zufällig jemanden gesehen, der diesem Mann ähnlich sieht? Das ist, David. Ma'am, wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Also, er ist gerade reingegangen. Es tut mir alles sehr leid, wirklich, Mrs. Peterson. Ich fürchte, ich war wohl nicht besonders ehrlich zu Ihnen. Was meinen Sie? Das, zu erklären, würde viel zu lange dauern. Ich wollte helfen. Ich habe es als meine Mission angesehen, Ihnen zur Seite zu stehen. Es gab nur zu viele Komplikationen. Wovon reden Sie da? Warum wollen diese Männer Sie umbringen? Das spielt keine Rolle. Haben Sie meinen Sohn überhaupt gekannt? Ja, klar. Ja. Wir waren im selben Programm. Und er würde verstehen, was ich hier tun muss. Er ist hier! Oh.
Tut mir leid. Ich gehe rein. 15 Sekunden Deckung, dann Feuer einstellen. Es tut mir wirklich sehr leid, Sir. Ich glaube, er ist tot. Militärpolizei. Ich brauche Ihren Wagen. Was? Steckt der Schlüssel? Ja, aber... Entschuldigung. Sind Sie Anna Peterson? Mein Name ist Major Carver, Militärpolizei. Ich muss Sie bitten, mit mir zu kommen. Okay, was ist los? Es geht um David, Miss Peterson. Er ist jemand anderes, als Sie denken. Wir müssen sofort gehen. Okay. Hey, ist alles in Ordnung? Ich denke schon. Ich rufe dich an, okay? Miss Peterson. Anna auch hier? Sie ist vor einer Minute weg. Ach ja? Wohin ist sie denn? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht Luke abholen? Ich denke, dass sie vorhat... Ist doch egal.
Nacht unterwegs. Was? Als erstes holen wir jetzt Ihren Bruder ab. Die Polizei konnte keinen Wagen schicken, die sind vor dem Einsatz. Okay, sagen Sie mir endlich, was hier los ist. Wer sind Sie? Sind Sie nur wegen David hier? Ja. Der Soldat, den Sie als David kennen, war Testperson in einem medizinischen Experiment. Während der Studie tötete er mehrere Menschen, entkam und verbrannte die Leichen, um uns zu verwirren. Wir dachten, er sei im Feuer gestorben. Als wir herausfanden, was er getan hatte, war die Spur schon kalt. Vielleicht hätten Sie für Ihren Test keinen Psychopathen nehmen sollen. Allem Anschein nach der ideale Soldat. Keine Ahnung. Ich ruf Luke an. Mr. Peterson, ist das ein Handy? Sagte ich nicht Handy aus? Her damit. Nach dem Nachsitzen kriegen Sie es zurück. Luke, ruf mich bitte an, wenn du das hier hörst. Es ist sehr wichtig. Wo fahren die denn alle hin? Jemand hat das Diner angegriffen, gleich nachdem wir weg waren. Es gab auch eine Explosion. Hat irgendjemand überlebt? Ich weiß nicht. Es ist möglich, dass er bewusst Verletzte hinterlassen hat. Wo sind eigentlich meine Eltern? Sie haben noch nichts über meine Eltern gesagt. Beide sind tot. Wir konnten es leider nicht verhindern. Tut mir leid. Nein. David wurde mental darauf trainiert, Miss Peterson. Sowohl sich als auch das Experiment zu schützen. Wenn er fürchtet, dass seine Identität aufgeflogen ist, ist er darauf programmiert, alle Spuren zu beseitigen. Er könnte sich jetzt wohl noch nicht mal selbst aufhalten. Deswegen müssen wir Sie und Ihren Bruder in Sicherheit bringen. Miss Peterson, wir müssen los. Miss Peterson. Ja, holen wir meinen Bruder. Zur Hölle ist das? Für den Herbsttanz bauen sie immer so ein Halloween-Labyrinth. Bleiben Sie dicht bei mir. Ich bin wegen Luke Peterson hier. Wie komme ich durch dieses Labyrinth? Links, rechts, rechts, links, links, rechts, links und dann geradeaus. Verstanden? Ja. Verzeihung, aber Sie stören hier gerade das Nachsitzen. Wer genau sind Sie nochmal? Was ist hier los? Wir müssen hier weg. Ihre Schwester. Oh, Scheiße. Ist noch jemand hier drin? Niemand, nur wir zwei. Wo wird die Beleuchtung gesteuert? Es gibt einen DJ-Pult da hinten. Wir müssen sofort hier raus. Wo ist der Hinterhaus? Da lang. Folgen Sie mir. Komm schon. Hier lang. Nicht so schnell.
verfolgen dürfen, Major. Keine Ahnung, was Sie erwartet haben. Scheiße! Anna, ich weiß nicht, was hier los ist, aber David würde uns nichts antun. Luke, du musst mir jetzt vertrauen. Komm einfach! Hier verstecken, okay? Was? Das mache ich nicht. Anna, hör zu. David war wahrscheinlich nur hinter diesem Army-Typen her. Lass uns fragen ihn doch einfach selbst. Luke. Er hat Mom und Dad getötet. Nein, hat er nicht. Das sagst du jetzt nur. Was? Mom und Dad sind... Bitte, Luke. Du musst dich da drin verstecken. Ich werde ihn weglocken. Du darfst nicht rauskommen, bevor du mich oder die Polizei hörst. Ich kann dich dann holen. Das tut mir wirklich leid, Leute. Ich wollte es lieber auf eine andere Weise durchziehen. Jede andere Weise. Luke! Komm schon raus, Kumpel! Ich werde dir schon nicht wehtun.
nicht schuldig fühlen. Schau in die Lampe. Geht es euch beiden gut? Geht schon. Gut. Ich bin gleich zurück. Verstanden. Und was ist? Sind wohl noch zwei Leichen drin. Ziemlich verbrannt. Anscheinend haben sie keine Zähne mehr. Wurden rausgeschlagen, keine Ahnung. Sobald wir die Freigabe haben, könnt ihr rein. Okay.